Sie sind hier, 4. Juli 2018, 14 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten. Diego Costa hätte womöglich das Elfmeter-Drama gegen Russland verhindern können. Doch Nationaltrainer Fernando Hierro hört nicht auf ihn und Spanien scheidet aus. Hätte Fernando Hierro doch nur auf Diego Costa gehört. Der spanische Nationalstürmer hat seinen Coach vor dem dramatischen WM-Aus im Achtelfinale gegen Gastgeber Russland 3:4 davor gewarnt, Mittelfeldmann Koke als einen der 5 Elfmeterschützen auszuwählen. Das scheinen TV-Bilder zu beweisen, die am Mittwoch im Internet kursierten. Koke scheiterte wie Iago Aspas gegen die Russen vom Punkt. Auf den Fernsehbildern ist zu sehen, wie sich Hierro vor der Auswahl der Schützen mit Kapitän Sergio Ramos und Piqué bespricht. Dabei fällt die Wahl auch auf Koke, doch der dazugestoßene Costa, der mit Koke bei Atletico Madrid spielt, meldet Zweifel an. Ramos fragt bei Koke nach: Möchtest du schießen? Die Antwort: Ja, ja. Costa versucht danach vergeblich bei Hierro zu intervenieren. Als Koke später am russischen Torhüter Igor Akinfeyev scheitert, sucht Costa Blickkontakt zu Hierro und ruft: Ich hab's jedoch gesagt. Costa selbst kam als Schütze übrigens nicht in Frage, er war in der 80. Minute ausgewechselt worden, für Aspas.